So, und weiter geht's mit XCOM Enemy Within. So, wir haben jetzt schon einige Aliens geschnetzelt. Wir haben zwar selbst ein bisschen was eingesteckt, aber durch unsere tollen Heilfertigkeiten ist der Bot, der Mech, wieder komplett da. Und auch der neue, der Yeti, ist wieder voll geheilt. Das heißt, wir sind topfit. Fast, ich muss nachladen. Wir haben leider schon einen Meld verloren, habe ich eh schon letztes Mal mitbekommen. Aber man kann nicht alles haben. Hauptsache das Team kommt durch, sage ich einmal. Silence. Vous n'entendez rien. Nicht wundern, meine Stimme ist heute wieder ein bisschen belegt. Zumindest kommt es mir so vor, deswegen räusper ich mich immer wieder. Deswegen drehe ich dann auch die Mic, das Mikrofon ab. So. Begebe mich an neue Position. Na. Je m'en charge, Commandant. Leider habe ich null Plan, wo jetzt die restlichen Gegner sein könnten. Deswegen muss ich da jetzt ein bisschen aufpassen, wie ich mich hinstelle. Bestätigt. Überwache Gebiet. Aber irgendwo in der Richtung sollten sie sein. Okay. So, auch das letzte Meld ist somit verloren. Aber wie gesagt, lieber ein gesundes Team, als sich jetzt blindlings irgendwo ins Verderben zu stürzen. Ich weiß, das klingt anders als ich am Anfang war, nur jetzt habe ich schon meine geil aufgerüsteten Mechs und ein paar Gensoldaten, also passt das schon so. Okay, wo könnten die nur drin sein? Ich kümmere mich drum. Je suis en chemin. I'm on it, Commander. Oh, it's go time. Oh, verdammt. Ah, Gott sei Dank hat er den coolen Skill. Ah, okay, hätte er gar nicht gebraucht, egal. Aha, da war jetzt ein Hänger, auch interessant. Wow. Tir soutenu à proximité. Daneben. Wow. Kilometer weit. Ausgezeichnete Arbeit. Alle Ziele erfüllt. Nein, nicht alle. Das Meld haben wir nicht mitgenommen, aber na gut. Die Welt ist gerettet, alles ist in Ordnung. Okay, nur Vancouver, aber egal.
Und ich habe natürlich vergessen, den Timer aufzudrehen in meiner grenzenlosen Intelligenz. So. Bam, 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 bam. Trotzdem 10 Meld bekommen. Das ist nett. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Ja, ja, chill mal einen Meter. Ging doch alles gut. Satellitenkontrollzentrum bereit. Ah, ich habe gesagt, dass ich... Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Ich habe gesagt, dass ich Laserpistolen machen will. Kosten eher einen Spott. Gut. Diese Elemente herzustellen übersteigt unsere Fähigkeiten. Wir können nur verwenden, was wir in Raumschiffen und Stützpunkten der Aliens erbeuten. Projekt verbesserter Pulsbogen in der Gießerei verfügbar. Projekt geliertes Illyrium in der Gießerei verfügbar. Na, wonderful. Wenn wir die Energie unserer Pulsbogen erhöhen, sollte das die Betäubungschance im Kampf signifikant erhöhen. Illyrium in taktischen Situationen einzusetzen ist sehr riskant. Ohne einen ausreichend dimensionierten Regulator und passende Brennstoffkontrollsysteme wäre es zu gefährlich, Illyrium in unseren Flammenwerfern zu verwenden. Mit ein paar zusätzlichen Investitionen aber könnten wir eine Formel entwickeln, um die Effektivität unserer Flammenwerfer zu erhöhen, ohne unsere eigenen Soldaten zu gefährden. Skadoosh. Das alles bräuchte jetzt zu lange, deswegen werden wir mal die Hyperwellenkommunikation erforschen. Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. In letzter Zeit hat sich viel Neues ereignet. Der Sektoid-Anführer ist ein interessantes Objekt. Aber ich muss sagen, dieses Gerät fesselt mich ebenso. Ich würde sagen, alles Alienmäßige fesselt einen, oder? Ist doch was Neues. Ein Entführer. So. Zunächst diesen, diesen und diesen. So. Und Moreno. Ah, Kassion gibt einen um 10% Kritik gegen den Sicht. Schnelle Reflexe ist mal lieber. Feuerschutz erlaubt Reflexschuss auch bei gegnerischen Angriff, nicht nur Bewegung, Rauch und Spiegel. Ermöglicht 2 zusätzliche Verwendungen der Rauchgranate. Überlebenswille reduziert allen erlittenen normalen Schaden um 2, wenn die Einheit in Deckung ist und nicht von der Flanke angegriffen wird. Okay. Konditionierung bietet zusätzliche Gesundheit, abhängig von der angelegten Rüstung. Je schwerer die Rüstung ist, desto größer der Bonus. Auch nicht schlecht. Naja. Rauchgranaten haben einen größeren Wirkungsbereich und eine Verteidigung um weitere 20%. Rauchgranaten enthalten jetzt starke Stimulantien, die bei allen Einheiten in der Wolke den Willen um 20% plus 20% und die Chance auf kritische Treffen um 10% erhöhen. Dann machen wir das einmal. Und wir werden aber auch gleich schauen, ob wir generell noch ein paar neue haben. Nein, haben wir nicht. Schauen wir mal, ob wir da wen haben. Nein, eh nur den Moreno. So, schauen wir nochmal. Da. McCarthy Blitz. Die war auch ganz gut. Wir werden noch einen Sturm reinsetzen, glaube ich. Wir werden dann mal sagen, alle, die nicht aktiv sind, geben ihre Sachen ab. Okay. Sie bekommt noch eine Laserpistole auf jeden Fall. Wir hatten noch eine normale eher. Was hast du für eine? Du hast gleich auch eine normale. Ja, er bekommt die, weil er hat auch doppelte Portion. Das heißt, er kann mit der Waffe mehr ausrichten. Und ich glaube, wir sind soweit ready. Also ab in den nächsten Einsatz. Wir müssen ein bisschen Gas geben, das zahlt sich jetzt schon ein bisschen, meiner Meinung nach. Wir landen. Für unseren nächsten Einsatz reisen wir nach China. Das UFO ist in der tiefsten Provinz gelandet. Wir müssen die Umgebung sichern und alle Feinde eliminieren, bevor sie zur Bedrohung für die Bevölkerung werden. Machen wir doch glatt. HQ, hier spricht Big Sky. Sind in Position und erwarten weitere Befehle. Roger, Big Sky. Strike One, Freigabe zum Einsatz erteilt.
Rückt mit äußerster Vorsicht vor. Wir wissen nichts über die Feindstärke vor Ort. Rusham. Guter Einwand. Oh, und die altbewährten Kühe. Platz, Platz, Platz. Oh, und da ist das Ufer. Alles klar. Yes, Commander. On the move. Je suis en route. So. Rücke vor. Gehe auf Feldposten. Ja, ich will ihn da nicht zu weit vorschicken. Wenn er jetzt nämlich Aliens sieht, hat er ein kleines Problem. Moving to position. Yoshimide. Ah, da ist das Meld. Alles klar. Okay, je bouge. Okay, soweit so gut. Boah, soll ich das riskieren? Roger, Dodger. Puh. Sie bleibt mal da. Sie ist einfach die beste Rückendeckung, die es gibt. Renne. Wäre auch seltsam, irgendwie, wenn wir da jetzt alleine herumlaufen würden. Je rejoins la position. Conteneur alien localisé. Ach, leck mich, nur noch zwei Runden. Moving out. Heading there now. So, jetzt darfst du mal langsam nachlaufen. Boah. Aye, aye, Commander. Das war wieder sehr riskant. Wird gemacht. Verstanden. Ich habe alles im Blick. Je reste en vigilance. Okay, soweit so gut. Heading to that location. Got it. Sehr gut. Und wieder zurück. Das war ihre einzige Aufgabe jetzt. So, wo weit? Ah, wo weit? Wie weit kommt ihr? Da 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 da. Okay. Gehe in Position. J'y vais tout de suite. Solid copy. Der bleibt hier. Ah, wobei, warum sollte er da bleiben? Alles andere ist aber zu gefährlich derzeit. Wobei, verstanden, los geht's. Tun wir es einfach. Puh. Je suis sur mes gardes.
Surprise. Wird gemacht. Okay. Okay, da unten ist anscheinend das nächste Meld. Ich mache mich auf den Weg. J'y vais tout de suite. Okay, da drinnen werden aber auf jeden Fall welche sein. Da wurde ja schon die ganze Zeit angezeigt, dass da irgendwas ist. Jawohl, Sir. Let's do this. In Ordnung, Commander. J'y vais. Kann zwar sehr weit laufen, aber auch sie hat Grenzen. Genauso wie diese junge Dame hier. Shit. Das habe ich befürchtet. Moving to designated coordinates. Oh, und er hat schon wegen gesehen gehabt. Ich rücke vor. Affirmativ, Commandant. Eieieiei. Zwei bleiben mal hinten. Oh ja. Hi Leute. Okay. Und da ist nicht mal das Meld drin. So eine Verarsche. Oh. Was sagst du dazu? Daneben! Das ist ja großartig. Daneben geschossen. Beeindruckender Mutton. Dämlicher Mac. Je vais être à sec. Dysfonctionnement du réticule. Die Krise. Ich krieg die Krise. Ich bin schon auf dem Weg. Okay, eigentlich dachte ich, dass hier das Meld drin ist. Offensichtlich nicht. Ich habe aber gesehen, dass da. Genau. Wow. Okay. Ziel nicht ausgeschaltet. Enemy in sight. They're on the move. Deckt die Flanken. Ich muss auf jeden Fall den da ausschalten. Sehr gut. Heading to that location.
Jawohl. Alter. Keine Kugel mehr. Fertig und bereit. Auch nichts mehr. Gut. Da kommt einfach Mr. Flamethrower wieder an die Reihe, würde ich sagen. Wobei, extra für das gibt's und ich muss noch irgendwen haben, der ballern kann. Oder auch nicht. Na gut. Jetzt mal wieder die klassische Nachladerunde. Bereit zum Angriff auf feindliche Ziele. We're green to go. Was? Jetzt kommt es von da hinten auch noch? Oh. Na, daneben. Ernsthaft. Naja, gut. Dein Feldposten wird denn nichts bringen. Kaboom. Geht in Ordnung. Je suis en route. Es sieht die sogar. Naja, verzieh dich nur. Was war das? Ich hoffe, das war ein Vogel. Mann, das war Superman! Nein, Action Man! Wie kann er nur daneben schießen? Was für ein Sack!
Und dreht gleich wieder um so. Nein. Ach Mann. Aber kaputt ist er. Das ist schon mal gut. Siehst du einen? Nein, siehst du nicht. So, dann schau mal, wo ist den besseren? Links oben. Alter! Okay. Das ist nicht so optimal. Das ist gut. Enemy neutralisiert. Kann mir nur recht sein. Ich sehe gerade zweites Meld verloren. Egal. Ich bin bereit. Einen Rückzug nutzen wir gleich aus. So. Also ein Muton und eine dieser Drohnen ist auf jeden Fall noch hinter uns her. Je suis en route. Tout de suite. Jetzt jagen wir mal zunächst die Drohne. Denn die geht mir langsam ein bisschen auf die Nerven. So, nach dieser Pause hören wir mit der Folge wieder auf. Hören Sie das? Cible non identifiée à proximité. Ist zwar immer nervig, mitten in einer Mission aufzuhören, aber was bleibt mir anders übrig? J'y vais. So. Aber jetzt hören wir auf. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zusehen. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht, was für Massen sich noch uns entgegenstellen sollten. Ich nehme nicht an, dass das dann damit war, weil dann haben sich die Aliens eigentlich quasi selbst in die Suppe geworfen und durchgekocht. Aber mal schauen. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei und viel Spaß mit dem, was ihr macht. Ciao und Cheerio.